Bei mir der Direktor vom Kunsthaus Bregenz. Heute eröffnet ja eine neue Ausstellung von der Bonnie Rogers. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, die Künstlerin aus Amerika daher zu holen? Ja, diese ganz besondere Künstlerin. 30 wurde sie vergangenen Freitag. Aber trotzdem geht es um ein Thema, das uns alle betrifft, nämlich das Sterben, der Tod, die Trauer und alles, was damit zusammenhängt. Die Schwermut, aber auch das Feiern. Und hinter mir, das ist ein seltsamer Raum, das ist eine Rasenfläche, echter Rasen, man riecht ihn auch und es ist recht feucht hier. Und es ist fast ein Grabmal von Müllsäcken und da ist viel Zeug herum, Pappteller und Weinflaschen und Cola-Dosen und Torte. Es ist verstreut, aber auch so Memorabilia wie von der Lady Di oder Elton John, ZTE, Celine Dion. Also alles, was mit diesen schweren Gefühlen der Melancholie und der Trauer zu tun hat. Und Bonnie Rogers ist eine ganz großartige Künstlerin, sehr, sehr präzise, aber auch sehr betroffen. Und das ist das, was gute Kunst macht mit uns, dass sie Gefühle auf uns überträgt und uns mitnimmt und uns selbst befragen lässt. Finden Sie es wichtig, dass mehr öffentliche Trauer bei uns da im Ländle stattfindet? Naja, wir leben in einer Zeit, sozusagen, wo sich die Rituale der Trauer verändern. Also sozusagen die Kirche hat immer mehr, weniger Wirkung. Die Friedhöfe schrumpfen, weil die Menschen mobiler werden und nicht mehr wissen, wo sie sich beerdigen lassen sollen, weil es auch keine Nachkommen gibt am selben Ort. Aber es gibt andere Räume, es muss andere Räume geben, wo man sozusagen, ja, wo man Trauer erleben kann. Vielleicht sind es auch digitale Räume. Was würden denn Sie sich wünschen, was die Besucher da mitnehmen nach dem Besuch vor der Ausstellung von Bonnie Rogers? Ich bin mir sicher, dass sich jede Besucherin, jeder Besucher etwas mitnimmt. Das sind sehr intensive Gefühle, sehr intensive Farben, Räume, Lichter, aber auch Luftfeuchtigkeit und Gerüche. Das vergisst man nicht.